Wenn ich mein Zuhause nicht ab und zu mal ein wenig aufräume, finde ich gar nichts wieder. Was aber, wenn deine Wohnung ganze 70 Jahre lang unangetastet bleibt? Nun, dann findet man die verrücktesten Dinge. Diese Wohnung wurde seit 1942 nicht mehr betreten, bis ein Auktionator die Tür öffnete und seinen Inhalt begutachtete. Dabei machte er mehrere erstaunliche Entdeckungen. Du wirst deinen Augen nicht trauen. Abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, wenn du weitere interessante Geschichten hören magst. Geheimnisvolle Dose. Hast du als Kind in den Sachen deiner Großeltern rumgeschnüffelt? Da kommt oft Lustiges und Interessantes zutage. Also, dieser junge Mann wird nie vergessen, worauf er gestoßen ist. Bei einem Besuch seiner Großmutter beschloss er, einen Blick in einen leicht unordentlichen Raum zu werfen. Nach ein paar Minuten bemerkte er etwas Besonderes. Dort stand ein riesiger Schrank. Er war sehr groß, ziemlich merkwürdig. Den hatte er so noch nie zuvor bemerkt. Aber als er ihn genauer betrachtete, sah er, dass der Boden entfernt werden konnte. Nun war seine Neugier geweckt. Der doppelte Boden verbarg einen Hohlraum, der fest mit Kies gefüllt war. Was sollte man da reintun? Der junge Mann buddelte sich voran. Und nachdem er die Sandkörner weggewischt hatte, stand ihm die nächste Überraschung bevor. Ein versteckter Safe. Um den Tresor zu öffnen, benötigte er eine Zahlenkombination. Diese kannte er nicht. Also fragte er seine Großmutter. Vielleicht konnte sie ihm sagen, was da los war. Es könnte natürlich auch sein, dass sie wütend wird, weil dieser Safe vielleicht aus einem bestimmten Grund versteckt war. Aber als er seiner Großmutter gestand, dass er seine Neugier nicht zügeln konnte, war sie zum Glück nicht wütend. Aber leider konnte sie ihm auch nicht helfen. Die Zahlenkombination kannte sie nicht, denn sie gehörte seinem Großvater. Aber leider war er vor einigen Jahren gestorben. Keine Zahlen, kein Problem, muss der junge Mann gedacht haben. Er nahm einige Werkzeuge und begann, das Ding mit voller Kraft aufzustemmen und aufzubrechen. Nach einigen Minuten gelang es ihm, den Deckel abzubekommen. Was war in der Box? Teile deine Vermutung in den Kommentaren mit, bevor du weiterschaust. Der Mann öffnete vorsichtig die verrostete Dose. Er war sowohl erleichtert als auch neugierig, als er sah, dass sie nicht leer war. Im Inneren befanden sich ein eingewickelter Gegenstand und eine Notiz. Die Notiz war von seinem Großvater. Hinterlasse alles bedauern, du, der du hier eintrittst. Es war eine Anspielung auf die berühmte Passage aus Dantes Inferno. Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Im Buch steht dies über dem Eingang zur Hölle. Die Notiz war nicht der einzig kryptische Gegenstand, der gefunden wurde. Der Zettel hatte auch chinesische Schriftzeichen, die das doppelte Glück bedeuteten. Dieses Symbol ist häufig bei Hochzeiten zu sehen. Es scheint, als wäre der Großvater ein sehr positiver Mensch gewesen, oder? Ein schwarzes Tuch war um eine alte Ledertasche gewickelt. Darauf stand 1776. Schon sehr beeindruckend, aber noch besser war das, was in der Tasche war. Es waren eine Handvoll Dinge in ihr, alles Gegenstände, die Sammler und Geschichtsliebhaber fuchsig gemacht hätten. Eine Taschenuhr, die durch ein Tuch der britischen Armee perfekt geschützt worden war. Auch Briefmarken aus aller Welt füllten das Lederetui. Einige kamen aus Ländern, die es gar nicht mehr gab, wie die Sowjetunion, Zaire und die Vereinigte Arabische Republik. Sie fanden faszinierende historische Objekte, zum Beispiel eine Silberlampe. Wahrscheinlich wurde sie als Räuchergefäß benutzt, aber wir können natürlich auch unserer Fantasie freien Lauf lassen. Zu den spektakuläreren Funden gehörten die persönlichen Fotografien ihrer Vorfahren, wie das Bild ihrer Urgroßmutter, die in einem Fensterrahmen posierte. Es war sicherlich mehr als ein Jahrhundert alt. Natürlich liebte der junge Mann auch die eleganten Fotos seines Großvaters. Der Tresor enthielt noch mehr Überraschungen. In einem Plastikbehälter waren mehrere seltene Münzen, ein alter Schlüssel und einige andere verschiedene Gegenstände, wie dieses Erinnerungsstück aus dem Ersten Weltkrieg. Was für ein Fund! Vielleicht sollte auch ich etwas mehr herumschnüffeln? Madame de Florian. Nun zur Geschichte der verlassenen Wohnung. Du wirst nicht glauben, was hier gefunden wurde. Hat dir das Video bisher gefallen? Dann sag einfach ja. Die Wohnung gehörte Solange Bourgeron. So lang war sie auch als Madame de Florian bekannt, weil sie die Enkelin von Marthe de Florian war. Beide Frauen waren echte Prominente und das war in der Wohnung deutlich sichtbar. Sie lag am Ufer, auf der Seite des Pigalle-Rotlichtviertels, wo sich auch das Moulin Rouge befindet. Auf der anderen Seite liegt die Opéra Garnier.
Solange hatte einige Jahre in dem schönen Haus gelebt und organisierte genau wie ihre Großmutter regelmäßig Partys für ihre High-Society-Freunde. Doch als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war sie zur Flucht gezwungen. Nach 3 Jahren schien die Ankunft der Deutschen näher denn je. Voller Furcht verließ sie 1942 ihr Zuhause und emigrierte nach Südfrankreich, wo sie sicherer war. Zu diesem Zeitpunkt war Madame de Florian erst in ihren 30ern und die Wohnung, die sie zurückließ, blieb die nächsten 70 Jahre unberührt. Das Haus wurde erst 3 Jahre nach ihrem Tod entdeckt. Sie starb im Alter von 91 Jahren. In all der Zeit war sie nie zu ihrer alten Wohnung in Paris zurückgekehrt. Und weil sie trotzdem die ganze Zeit die Miete und die Nebenkosten zahlte, hatte auch sonst niemand darin gewohnt. Das muss für die Wohnung echt schräg gewesen sein. Nachdem ihre Enkel herausgefunden hatten, dass ihre Großmutter die Besitzerin war, beschlossen sie, den Auktionator Olivier Champagne-Henri zu beauftragen, die Wohnung mit all ihren Besitztümern zu besichtigen. Als Olivier die Türen öffnete, trat er sozusagen in die Ära der Belle Époque ein. Es sah so aus, als hätte er das Schloss von Dornröschen betreten. Denn genau wie in der Geschichte hatte sich nichts verändert. Und während draußen die Welt weiterlief, befand sich diese Wohnung noch im Jahr 1942. Eine wahrhaft magische Zeitkapsel. Als Olivier die Schwelle überschritt, schwieg er sofort vor Bewunderung. Natürlich waren die einst lebendigen Räume nur noch ein Schatten ihrer einstigen Dekadenz. Aber sie waren immer noch bezaubernd schön und mit prächtiger Ausstattung des 19. Jahrhunderts, wie Goldvorhängen, wunderschöner Blumentapete, luxuriösen Möbeln, hübsch gerahmten Spiegeln und prächtigen Kronleuchtern. Die Wohnung war auch mit einigen exquisiten Gegenständen ausgestattet, wie einem ausgestopften Strauß und dieser Mickey-Maus-Puppe. Es schien, als wartete alles geduldig auf die Rückkehr von Madame de Florian. Bald merkte Olivier, dass er einen Raum voller Schätze gefunden hatte. Unter einer dicken Staubschicht lagen die fantastischen Dinge. Er stolperte von einer Überraschung zur nächsten. Ein Traum. Die Krönung war jedoch das Bild einer eleganten Dame in einem rosa Abendkleid. Als Olivier dieses Porträt erblickte, überschlug sich sein Herz. Es sah aus wie das Werk eines berühmten Künstlers, des legendären Giovanni Boldini. Und wer war die Muse? Niemand anders als Großmutter Marthe de Florian selbst. Obwohl das Porträt in keinem Nachschlagewerk erwähnt wurde und nie ausgestellt wurde, hatte Olivier sofort das Gefühl, dass es sich um Boldinis Werk handeln musste. Und als er schließlich über eine alte Karte stolperte, auf der Boldini Marthe de Florian seine Liebe erklärte, wusste er, dass er recht hatte. Nachdem in den Papieren von Boldinis Witwe ein Hinweis auf das Gemälde entdeckt worden war, kam niemand mehr daran vorbei. Das Porträt wurde 1898 gemalt, als Marthe de Florian 24 Jahre alt war. Großmutter de Florian hatte zu ihrer Zeit viele Bewunderer und Giovanni Boldini war da keine Ausnahme. In der Wohnung wurden weitere Liebesbriefe, unter anderem von Premierminister Georges Clemenceau, gefunden. Wer genau war also Marthe de Florian? Und warum hatte sie so viele Bewunderer? Richtig, sie war eine Schauspielerin. Aber der wahre Grund, warum sie so reich war, war, dass sie Teil der Halbwelt war. Demi-Monde ist ein französischer Begriff, der sich auf eine Gesellschaftsschicht von hedonistischen Frauen am Rande höherer Kreise bezieht. Der französische Begriff bedeutet wörtlich halbe Welt. Diese Frauen lebten nicht auf der Straße, sondern in schicken Wohnungen und Hotels. Und sie hatten einen wilden Lebensstil, zum Beispiel exzessiven Alkoholkonsum, Spielsucht und hohe Ausgaben. Sie waren immer schön gekleidet und hatten in der Regel eine lange Liste berühmter und wohlhabender Liebhaber. Teure Kleidung, exquisite Abendessen, gute Manieren und die Zugehörigkeit zu den besseren Kreisen verschleierte jedoch den Hedonismus, den Geschäftssinn und die List der Frauen. Vielen gelang es, ein beträchtliches Vermögen zu verdienen. Und das war dringend notwendig, denn wenn sie dies nicht taten oder nicht rechtzeitig einen reichen Mann heirateten, endeten sie in Armut, wenn ihre Schönheit Vergangenheit war. Demi-Monde ist ein europäischer Begriff, der Ende des 19. bzw. anfangs des 20. Jahrhunderts gebräuchlich war und bis kurz vorm Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Anfangs wurde der Begriff als euphemistisch empfunden, er war nicht negativ gemeint. Später erhielt er jedoch eine herablassende Konnotation. Hast du schon einmal von der Halbwelt gehört? Nachdem das Gemälde als originaler Boldini identifiziert wurde, wurde es noch im selben Jahr versteigert.
Internationale Bieter kratzten sich dabei gegenseitig die Augen aus. Von einem vorsichtigen Startgebot von 300.000 Euro schoss es schließlich auf die schwindelerregende Summe von über 2,3 Millionen Euro. Der Endpreis ist nicht übel, dafür, dass es 70 Jahre lang Spinnweben gesammelt hat. Und was geschah mit dem Rest? Nun, nichts. Die Erben haben beschlossen, die Wohnung unangetastet zu lassen. Da sie nicht öffentlich zugänglich ist, herrscht immer noch Schweigen. So hätten es die beiden Florians bestimmt gewollt. Die Entdeckung war auch eine Inspiration für Michel Gablés Roman »Ein Pariser Appartement«. Das Buch spielt in Paris und folgt einem Auktionator, der in einer seit 70 Jahren verschlossenen Wohnung Antiquitäten und Sammlerstücke entdeckt. Welche besonderen Gegenstände könnte man in deinem Haus finden? Sage es in den Kommentaren. Ich bin neugierig. Abonnier den Kanal und klick auf die Klingel, damit du nie wieder ein Video verpasst. Bis morgen!